Viktoria Stirnemann. Zukunft liegt vorn und dort will ich hin. Herzlich willkommen in Erfurt, der Landeshauptstadt von Thüringen. Ihr habt unseren ersten Videobericht mit Viktoria Stirnemann bereits gesehen? Erlebt jetzt unser zweites Video. Erfahren wir nun mehr aus ihrem Leben im Videointerview. Viktoria, zwischen deinen beiden Läufen heute liegen knapp 2 Stunden. Wie verbringst du diese Zeit am liebsten? Ja, ich gehe natürlich ins Warme, in die Kabine, ruhe mich ein bisschen aus, denk schon mal an den nächsten Lauf und ja. Auf was achtest du eigentlich beim Schuhkauf? Mein Schuh ist ein Maßschuh, also gebaut in Holland von Viking selber. Und die Farbwahl habe ich selber getroffen, aber sonst ist der Schuh Maß angefertigt, auf meinen Fuß abgestimmt, ja. Herzlichen Glückwunsch zu 2 Minuten und 4 Sekunden und zu dem ersten Platz. Wie zufrieden bist du mit dir? Sehr. Hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet. Bin 2 Sekunden an die Zeit von letzter Woche rangekommen. Da bin ich aber allerdings in Insel gelaufen und dort ist es halt ziemlich schneller. Und bin sehr zufrieden über die Zeit. Wie geht's heute für dich weiter? Feierst du noch ein bisschen und wenn ja, wo? Nein, Quatsch. Ich habe natürlich morgen noch einen Wettkampftag, glaube ich, 1000, 3000 und Teamsprint. Und da muss ich mich drauf konzentrieren, lege mich nach Hause ins Bett, esse ein bisschen was und gehe auf jeden Fall früh schlafen. Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG. Deutschlands Beste. Caridio Image und Eventfilmproduktion.